Ich grüße euch also wieder herzlich willkommen heute mit einem Review und zwar zum Buch Warhammer The Old World Kriegerische Horden. Das hatte ich mir damals zum Release gekauft. Und es ist meiner Meinung nach der perfekte Einstieg für die Neueinsteiger. Für die alten Hasen ist es eigentlich eher nur brauchbar für die Armeen, die dort gespielt werden. Also für die Tiermenschen, Chaoskrieger, Gruffkönige und Orks und Goblins bzw. Grünhäute. Und das Buch, das hat mir jetzt sehr gut gefallen, also gerade so auch für einen Neueinsteiger. Gut, ich bin jetzt kein Neueinsteiger, aber was mir eben halt aufgefallen ist, dass es sehr detailliert ist. Es ist immer noch so dieser alte Glanz, den Games Workshop hier versucht, und wobei das auch gelungen ist, hier von Warhammer Fantasy zu behalten. Das merkt man auch daran hier an diesen schönen detaillierten Seiten. Ja, die könnt ihr jetzt hier leider nicht sehen. Aber es ist halt sehr schön gestaltet und es finden sich auch immer wieder sehr schöne Artworks hier bei dem Büchlein. Und ja, die Karte, die ihr hier seht, das ist jetzt genauso hier auf Seite 1 und 2, was ihr hier seht. Und auch genau dieser Bereich, deswegen habe ich jetzt hier dieses Bild hier mal gezeigt. Und dann weiter geht es jetzt eben halt mit dem Inhalt. Und dort findet ihr dann kriegerische Horden. Die ganze Einleitung, dann kommt so ein bisschen Lore für die verschiedenen Territorien dann auch, für jenseits der alten Welt, Düsterlande, Länder der Finsternis, das Land der Toten und die Chaoswüste. Und ebenfalls werden dann hier die verschiedenen vier Armeen detailliert wiedergegeben. Also das heißt, die ganze Armee wird von den vier verschiedenen Fraktionen gezeigt. Ja. Und hier die Seite 3, das ist nochmal hier extra so eine kleine Einleitung. Hier steht nochmal was über das Buch, die Übersicht, die Profile. Da gibt es ja verschiedene, das sind ja Charaktermodelle, Infanterie, Kavallerie, Streitwagen, Monster, Kriegsmaschinen, magische Gegenstände, dann die Sonderregeln und die Magielehren. Und dieses Buch ist natürlich auch sehr von Vorteil für eure Aufmarschliste. Eine Aufmarschliste, das braucht ihr natürlich in Warhammer Tabletop, wenn ihr da spielen wollt. Ja, denn ohne eine Aufmarschliste könnt ihr natürlich nicht spielen. Das ist soweit, denke ich, ganz logisch. So, dann geht es weiter hier auf Seite 4 und 5 mit einem riesigen Artwork hier, kriegerische Horden. Ist dann jetzt auch ein bisschen Lore zu finden. Weiter geht es dann, also nur ganz minimal, wegen dem Artwork, das verdeckt viel. Und weiter geht es dann eben halt auf Seite 6 und 7. Da haben wir dann einige verschiedene Territorien in Warhammer Fantasy, die hier beschrieben werden. Und hier steht erstmal jetzt jenseits der alten Welt, also das, was ihr eben halt die Karte gesehen habt, das ist ja die alte Welt, worum es sich jetzt hier erstmal dreht bei Warhammer Fantasy. Alles andere kommt ja später hinzu. Und die alte Welt ist eben das, was immer am interessantesten ist bei Warhammer Fantasy. Ja, zumindest meiner Meinung nach. Also, na, alte Welt, es gibt halt keinen spannenden Ort. Also es gibt halt keinen Ort, der spannender ist als die alte Welt, meiner Meinung nach. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Ort da rankommen sollte. Gut, über Kartei wissen wir noch nicht viel, ne? Das ist ja dieses asiatische Völkchen drüben. Aber gut, alte Welt ist halt immer noch on top. Und dann werden die verschiedenen Territorien beschrieben. Die Düsterlande, die Länder der Finsternis, das Land der Toten bzw. Neekara und die Chaoswüste. Da steht jetzt allerdings... Gut, ich meine, für Neueinsteiger ist das jetzt gut, aber da steht jetzt so für die alte Hasen wie mich nichts Neues. Ja, das ist alles so Grundwissen und Allgemeinwissen, würde ich das jetzt mal so behaupten. Und ja, ist halt in diesem Sinne nichts Neues. Und dann geht es los mit die Stämme der Orks und Goblins auf Seite 8 und 9, beziehungsweise auf 8 ist wieder ein Artwork. Und auf Seite 10... wird dann auch nochmal hier so die Grundlore beschrieben von den Grünhäuten. Aber wie gesagt, dort ist auch nichts Neues, ne? Also alles nur Grundwissen und Allgemeinwissen. So,
Gerade so für Neueinsteiger eben halt perfekt, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. So, und dann wird eben halt die Armee der Orks und Goblins hier beschrieben, beziehungsweise hier die Armee, die wird jetzt hier aufgelistet. Das fängt dann immer an so mit den Kommandanten und mit den Helden. Also es gibt ja auch so einigen der Heldenversionen. Zum Beispiel haben wir als erstes den Schwarzorg Boss, Schwarzorg Warg Boss. Und die Heldenversion davon ist eben halt der Schwarzorg Garg Boss. Dann steht da drunter, also da stehen dann daneben die ganzen Werte und dann steht da eben halt dann drunter mit, dann geht es weiter mit dem Truppentyp, die Basegröße, die Einheitengröße, in diesem Fall 1, und die Ausrüstung. Und dann gibt es halt die verschiedenen Optionen. Kann eine der folgenden Optionen enthalten: zusätzliche Handwaffe, Zweihandwaffe, Kavalleriespeer, sofern geeignet, beritten in Klammern. Dann kann ein Schild erhalten, kann beritten sein, ein Schwarzorg-Wargboss kann magische Gegenstände erwerben bis zu einer Summe von 100 Punkten. Ein Schwarzorg-Gargboss kann magische Gegenstände erwerben bis zu einer Summe von 50 Punkten. Und dann geht es eben halt weiter mit den Sonderregeln. Bei den Grünhäuten haben sehr viele die Sonderregel Angst vor Elfen. Die Schwarzorg haben das übrigens allerdings nicht. Und dann steht da auch noch, welche Reittiere sie haben können. Da steht dann allerdings jetzt hier bei diesem Truppentypen steht immer nur, dass sie Reittiere haben können. Und dann steht da dann, auf welcher Seite man das findet. Ja, also das ist jetzt hier nicht gleich mit aufgelistet, was für Reittiere die haben können, sondern das steht nochmal dann immer auf einer Extra-Seite. Und dann geht es auch weiter mit dem klassischen Ork-Warg-Boss. Die Heldenversion, das ist davon der Ork-Garg-Boss. Und dann geht es weiter mit dem Ork-Oberwehrkopf. Das würdet ihr euch sicherlich wundern. Ja, das ist hier ein bisschen umbenannt in Warhammer's Overworld. Was ist denn ein Ork-Oberwehrkopf? Das ist der Ork-Schamane. Und die Heldenversion davon ist der Ork-Wehrkopf. So, dann geht's weiter mit den Goblin-Wargbossen. Die Heldenversion, die kennt ihr sicherlich davon auch. Das ist der Goblin-Garg-Boss. Und dann geht es weiter mit dem Goblin-Ork-Boss. Das ist der klassische Goblin-Schamane. Ist hier auch wieder ein bisschen umbenannt. Früher war es ja einfach nur der Goblin-Schamane und jetzt ist es halt der Ork-Boss. Und die Heldenversion, das ist der Goblin-Odd-Git. Dann geht es weiter mit den Nachtgoblin-Warg-Bossen. Und die Heldenversion davon ist der Nachtgoblin-Garg-Boss. Und bei den Nachtgoblin-Schamanen, da haben wir hier den Nachtgoblin-Odd-Boss als Kommandant. Und die Heldenversion davon ist der Nachtgoblin-Odd-Git. Und dann sehen wir hier eine verschiedene Auflistung der ganzen Reittiere, die die Kommandanten und Helden hier haben können. Das ist dann hier auch alles aufgelistet und wie viele Punkte die natürlich kosten, das muss ja hier auch stehen. Also jetzt mal als Beispiel, ein Goblin-Odd-Boss oder ein Odd-Git kann als Reittier enthalten eine Arachnorok-Spinne, ein Wolfstreitwagen oder ein Riesenwolf. Ein Nachtgoblin-Warg-Boss oder Garg-Boss kann als Reittier enthalten einen großen Höhlenskrieg. Und ein Ork- oder Schwarzorg-Warg-Boss oder Schwarzorg-Garg-Boss kann als Reittier enthalten einen Wildschwein, Wildschweinstreitwagen oder einen Lindwurm. Da steht in Klammern daneben nur Ork-Warg-Bosse und Schwarzorg-Warg-Bosse. Ja, also hier ist eben halt jetzt so eine komplette Liste mit den ganzen Reittieren. Und dann geht es auch eigentlich weiter mit der grundlegenden Armee. Da haben wir hier die Gigantula. Das sind halt so diese, ich nenne sie mal kleine Riesenspinnen. Ja, da wo eben halt die Goblins drauf sind. Dann geht es weiter mit dem großen Höhlensqueak. Also das sind halt diese ganz normalen Höhlensqueaks.
Ja, das ist jetzt irgendwie kein übergroßer Höhlensqueak. Obwohl doch, da steht Einheiten. Ach nee, da steht immer Einheitengröße 1. Ja, okay. Ich habe jetzt schon gedacht, das ist wirklich ein übergroßer, aber ist kein übergroßer. Dann geht es weiter mit den Schwarzorg-Mobs. Ja, das sind so diese ganz klassischen Schwarzorgs. Übrigens, es ist auch immer noch genauso wie in Warhammer Fantasy damals. Jedes Regiment, das kann einen Champion haben. In diesem Fall hier wäre das ein Schwarzorg-Boss. Ja, also mit inbegriffen in diesem Regiment. Und es gibt auch extra Musiker. Ich gucke jetzt kurz mal, ob hier steht, was für Musiker die haben können. Kann Schilder bekommen. Achso, genau, ein Standartenträger. Ja, das gibt es auch für jedes Regiment. Ein Champion und ein Musiker kann jedes Regiment haben. Na, da steht nicht genau, was für Musiker das sind, aber bei den Orks sind das meistens Trommler. Ja, das sind so diese klassischen Optionen, die gibt es halt für jedes Regiment. Aber jetzt hier für diese eben genannten, für den großen Höhlen, also für die großen Höhlenskriegs und für die Gigantula, für sowas gibt es halt nicht, weil das zählt halt so als Monster. Ja, für die gibt es halt nicht diese Zusatzoptionen, sondern die gibt es halt wirklich nur für diese klassischen Regimenter. Dann haben wir hier die Ork-Mobs. Das sind so diese klassischen, ja, Ork-Mobs halt. Die könnt ihr auch als Champion einen Boss haben. Dann die ganz klassischen Goblin-Mobs. Also die heißen jetzt hier immer Mobs. Dann haben wir bei den Goblins die fiesen Schlitzer. Und Rotzling-Mobs haben wir da drunter. Das sind die, wie heißen die noch im klassischen Warhammer Fantasy? Die Snoddies, ja, also die Snottlinge. Und dann geht es hier auch schon weiter mit den Nachtgoblin-Mobs. Die können übrigens auch Netzkits dabei haben. Damit können sie jemanden stunnen auf dem Feld. So. Dann wird jetzt hier nochmal extra aufgelistet die Fanatics. Ja, das sind ja die, die hier mit in den Regimenter mit rein beziehungsweise einfügen könnt, die dann eben halt mit diesen großen Kugeln sich auf die Gegner stürzen oder eben halt auch mal auf die eigenen. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich liebe sie einfach. Und dann geht's weiter mit den Nachtgoblin Squeakern. Danach kommen die Trollmobs. Die sind hier eingeteilt in drei verschiedene Trollmobs. Und zwar gibt es einmal gewöhnliche Trolle, Flusstrolle und Steintrolle. Dann kommen wir zu den Ork-Wildschwein-Streitweiter-Mobs. Da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Als nächstes haben wir Goblin-Spinnreiter-Mobs. Dann kommen Goblin-Wolfsreiter-Mobs. Das sind so halt diese ganzen klassischen Mobs. Dann geht es weiter mit Nachtgoblin-Squeakhopper-Mobs. Und darauf folgen die Ork-Wildschwein-Streitwagen. Und danach kommen die Goblin-Wolf-Streitwagen. Also es gibt ja verschiedene Streitwagen bei den Grünhäuten. Und dann kommt hier der Lindwurm an sich. Es wird weiter groß, danach folgen die Achterhock-Spinnen. Ja, das sind ja diese ganz großen, riesigen Spinnen und die Kettensqueaks. Die kommen hier fast zum Schluss. Die übrigens auch immer noch in Total War Warhammer 3 fehlen. Ja. Also die werden auf jeden Fall bestimmt noch kommen. Und ja gut, eine Einheit, die verbraucht immer zwei Seiten. Das ist der Riese. Ja, der Riese, der hat hier Riesenattacken. Dazu ist dann hier auch nochmal eine Sonderregel. Und hier haben wir dann auch noch eine Riesenattackentabelle.
Genau, übrigens wie im Spiel Total War Warhammer 3 kann der hier auch verschiedene, ja, wie soll ich sagen, also jetzt halt so verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Er hat einmal die Kopfnuss, einen Bauchklatscher, die Keule schwingen, mit Keule draufhauen und drauf rumspringen. Und dann kann der auch noch greifen. Ja, also eben halt kleine Modelle greifen und dann ihn nochmal ordentlich auf den Boden stampfen und dann wegwerfen. So, zur Artillerie. Goblin Speerschleuder. Was ich hier übrigens jetzt mal bemängeln muss, ist, nicht jede Einheit wird hier korrekt dargestellt. Also ist nicht immer ein perfektes Bild zu sehen. Ja, bei einigen, also bei den meisten schon, ja, da findet sich dann hier so ein kleines Artwork-Bildchen, ja, zur Einheit, aber das ist halt nicht überall der Fall, ja. Da, das finde ich ein bisschen schade, da haben sie sich nicht ganz so viel Mühe gegeben. Wo war ich stehen geblieben? Artillerie, Speerschleuder, dann haben die Kamikaze-Katapulte, wo sich ja die Goblins opfern. Und dann haben wir die klassischen Goblin-Steinschleuders und Ork-Treibers haben wir hier noch als ja, das sind so halt die Ork-Treiber, die halt die Artilleriemannschaften antreiben. Der ist hier auch nochmal extra aufgelistet. Und danach folgen eben halt die magischen Gegenstände der Stämme der Orks und Goblins. Da sind hier dann auch nochmal alle Gegenstände aufgelistet und wie viele Punkte die kosten, kann ich jetzt leider nicht genau drauf eingehen. Ja, wie gesagt, dann bräuchtet ihr das Buch ja gar nicht mehr selber kaufen, wenn ich jetzt so viel verraten würde, und dann würde ich halt Ärger kriegen mit Games Workshop. Und dann gibt es hier noch die ganzen Sonderregeln, die hier beschrieben werden, wie zum Beispiel Spalters, der Jungs, Angst vor Elfen, Goblin-Panik ignorieren, Quark, Kriegsbemalung, Panik ignorieren. Ja. Also eine Sache nehmen. Und dann steht hier noch ein bisschen was über die Magielehre der Orks und Goblins. Das ist ja der kleine Warg und der große Warg. Allerdings stehen hier irgendwie nur von jeder Magielehre zwei Zaubersprüche. Immer nur. Da steht dann einfach nur, für, wenn ihr die Magielehre anwenden wollt, dann schaut ins Grundregelbuch oder. Nee, was steht da? Nee, da steht einfach nur ein Zauber mit der Sonderlehre des Morg. Ja, das ist ja der kleine Warg. Kann wie üblich einen seiner zufällig ermittelten Zauber ablegen. Wenn er das tut, kann er stattdessen entweder den Grundzauber der von ihm gewählten Magielehre wählen oder einen der unten aufgeführten. Ja, da stehen da leider nur zwei. Ja, da muss man sich dann wieder extra was kaufen, damit man alle Zaubersprüche hat. Ja. So ist das halt von Games Workshop gewollt. So, jetzt kommen wir zu den Kriegern des Chaos. Da wird dann hier auch erstmal so wieder auf die Lore eingegangen. Die Horden des Chaos und die Champion des Chaos. Wie gesagt, alles nur Grundwissen und Allgemeinwissen. Nichts wirklich Neues. Nee, gar nichts Neues für die alten Hasen wie mich. Aber perfekt wiederum für Einsteiger. Ja, dann geht es weiter mit der Armeeliste der Chaoskrieger. Und da haben wir hier erstmal die klassischen Champions des Chaos. Da haben wir hier den klassischen Kriegsherrn des Chaos. Das ist der klassische Kommandant. Der Held, das ist der erhabene Champion. Und dann haben wir darunter noch einen aufstrebenden Champion. Da weiß ich aber nicht, ob das ein Held oder ein Kommandant ist, aber ich glaube, den kann man für beide Zwecke nutzen. Ja, dann sind darunter halt die klassischen Optionen wie kann folgende Option enthalten: zusätzliche Handwaffe, Pflege, Zweihandwaffe, Hellbarde,
kann ein Schild enthalten, kann beritten sein, kann das Mal des ungeteilten Chaos haben oder eben halt ein Mal der vier verschiedenen Chaosgötter: Khorne, Nurgle, Slaanesh und Tsiinj. Und dann haben wir hier noch die Sonderregeln, wie zum Beispiel Blick der Götter oder Chaosrüstung. Da steht daneben in Klammern plus 5. Mal des ungeteilten Chaos, Sammelruf, bezauberte Waffen und so weiter und so weiter. Und dann das nächste ist nur ein Kommandant und das ist ein Dämonenprinz. Und der zählt hier auch als monströse Infanterie, also nicht als normale schwere Infanterie, Charaktermodell wie der Kriegsherr des Chaos. Und das ist jetzt hier wirklich schon etwas Monströses, ja, so ein Dämonenprinz. Und auch der hat hier natürlich die verschiedenen Optionen mit den verschiedenen Malen der vier Chaosgötter: Khorne, Nurgle, Slaanesh oder Tsiinj, oder er bleibt ihm halt ungeteilt. Dann kommen wir zur nächsten Kommandantenvariante, und zwar der Meisterhexer. Und die Heldenversion davon ist der erhabene Hexer. Ja, und das war's dann auch schon. Mehr Kommandanten können die gar nicht haben. Ja, die Grünhäute haben eben sehr viel. Und die Chaoskrieger nicht so viel. Aber das macht ja nichts, die müssen ja auch nicht so viel haben. Ja, mit den Dämonenprinzen, mit dem Meisterhexer, Kriegsherr des Chaos und vielleicht auch mit einem aufstrebenden Champion sind die eben halt auch schon sehr gut bestückt. Dann ist hier nochmal eine Liste auf Seite 59 über die verschiedenen Reittiere, die die haben können. Ja, da haben wir so halt die klassischen Sachen. Also da ist jetzt nichts Neues bei, ne? Das sind halt so diese ganzen klassischen Reittiere, wie zum Beispiel Chaosdrache, Manticore, Chaosstreitwagen, dämonisches Reittier oder ein Chaosross. Oder eben halt, was haben wir hier noch? Ein Blutbärchen-Streitwagen. Na, der Dämonenprinz, der kann ja leider, na, was heißt leider, der kann ja nichts haben davon, weil er ja monströs ist und eben halt zu schwer ist. So, dann geht's weiter mit der Armee an sich. Ganz klassisch Chaoskrieger hier als erstes aufgelistet. Ja, die können natürlich auch wie üblich vier verschiedene Chaosmale haben, also Mal des Khorne, Nurgle, Slaanesh oder Tsiinj. Und ist hier natürlich auch ganz klassisch eine schwere Infanterie. Und auch diese Regimenter, ne, also was ich eben halt erwähnt habe mit den Regimentern, dass die eben halt ein Champion, einen Standardenträger oder Musiker haben können, das ist hier natürlich auch der Fall. Ja, das ist bei allen Völkern hier in Warhammer Fantasy der Fall. Dann kommen danach die auserkorenen Chaoskrieger. Das sind ja so die ziemlich krassen Dudes, ja. Also die sind ja besser als die Chaoskrieger. Und dann geht's erstmal abwärts. Dann kommen nämlich erstmal die Chaosbarbaren. Und dann kommt so dieses Zwischending zwischen Chaosbarbaren und Chaoskrieger. Das sind die Verstoßenen. Ja, die kommen halt danach. Und danach wiederum, da kommen dann Chaos-Oger. Ja, also Oger, die sich halt dem Chaos angeschlossen haben. Auch die können übrigens die vier verschiedenen Chaos-Male haben. Ja, also Khorne, Nurgle, Nurgle, Slaanesh und Tsiinj. Und auch das sind Regimenter, die aufgewertet werden können mit einem Champion, Standartenträger oder einem Musiker. Dann geht es weiter mit den Chaos-Trollen. Ja, die haben jetzt so diese, das ist ja wiederum jetzt monströs. Wobei die Chaos-Oger sind auch monströse Infanterie, sehe ich hier gerade. Die haben auch, ja gut, Chaos-Oger, die haben, ja, aber die sind halt anders monströs. Also Chaos-Oger, die haben ja diese ganzen Zusatzoptionen mit Champion, Standardträger, Musiker, wie man es eben halt auch bei den anderen normalen Ogern kennt. Aber diese Option, da will ich jetzt drauf hinaus, das haben eben halt die Chaos-Trolle nicht. Ja. Die sind eben zu monströs. Ja, die können ja auch
nicht richtig denken. Die sind ja blöde. So, dann geht's weiter mit den Chaosbruten. Und dann kommen auch schon die Chaosritter. Es gibt hier übrigens auch sehr viele Waffenoptionen immer. Für Barbaren und Chaoskrieger, was ich eben halt alles so aufgelistet habe. Und da gibt es halt mehrere verschiedene Waffenoptionen. Na, hier steht zum Beispiel jetzt auch, die gesamte Einheit kann Lanzen erhalten. Kennt man ja, Chaosritter mit Lanzen halt. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Einheit. Das sind dann die auserkorenen Chaosritter. Die sind dann nochmal extra heftig. Und beritten. Danach flautet es erstmal wieder ab. Und zwar die Chaos-Barbarenreiter. Da dachte ich erst, das ist hier so eine Nahkampf-Infanterie-Einheit, Kavallerie-Einheit. Aber hier steht ganz klar und deutlich die Sonderregel Plänkler. Ja. Also, die spielen sich genauso wie im Spiel Total War Warhammer 3. Dann geht es nochmal wieder ein bisschen down, und zwar die Chaos-Hunde folgen dann. Für die gibt es auch Chaos-Hundtreiber. Auch sehr interessant. Und danach wird es ein bisschen stämmiger, nämlich mit den Chaos-Streitwagen geht es dann weiter. So, danach folgen die Blutbestien-Streitwagen und die Manticore. Außerdem kommt danach dann wiederum ein Chaos-Drache. Ja, so einzeln an sich, also der kann so ganz normal dabei sein. Der muss jetzt nicht irgendwie, also der kann, wie gesagt, als normale Einheit dabei sein. Der muss jetzt nicht unbedingt nur als Reittier dabei sein, ja, für die Kommandanten und Helden. Ja, der kann hier ganz normal auch als Einheit dabei sein. Und dann haben wir hier noch eine Chimäre. Auch ein sehr schönes Ding. Ja, also ihr seht schon jetzt wirklich die ganze klassische Armee immer aufgelistet, wie sie halt früher auch in Warhammer Fantasy dabei war. Und dann haben wir jetzt hier noch den Todbringer. Das ist ja so die Artillerieeinheit mit den Seelengeschossen. Und dann hier auf Seite 77 haben wir hier jetzt noch die Gaben des Chaos. Die sind hier alle aufgelistet. Und hier steht auch, wie viele Punkte die kosten. Dann auf Seite 78 magische Gegenstände der Krieger des Chaos. Ja, auch wie viele Punkte die kosten und was die alles halt so haben. Und auf Seite 81 geht es dann weiter mit den Sonderregeln der Kriege des Chaos, wie zum Beispiel Chaosrüstung in Klammern X+. Ja, es gibt verschiedene Chaosrüstungen und deswegen auch verschiedene Werte. Wusste ich übrigens bis dahin auch noch nicht. Und ja, da sind hier nicht noch so ganz andere eigene Sonderregeln für die Chaoskrieger, wie verzauberte Waffen, Blick der Götter. Und hier gibt es auch eine Tabelle für den Blick der Götter. Ja, wie zum Beispiel vom Chaos verdammt. Unnatürliche Schnelligkeit, Eisenhaut, mörderische Mutationen, dunkle Wut, Apotheosen. Und auf Seite 82 sind dann nochmal die Male des Chaos an sich aufgeteilt. Oder eben halt, ja, das Ungeteilte, das ist hier auch mit aufgelistet. So. Dann steht hier die Lehre des Chaos. Das sind die verschiedenen Magielehren, die die haben können. Das sind ja hier Sinch, Slanisch, Nörgel. Und hier steht Winde des Chaos, Mal des ungeteilten Chaos. Ein kalter, heftiger Wind bläst aus der nördlichen Wüste und trägt das Lachen der dunklen Götter mit sich. Das ist auch noch mal so ein Extra-Zauber. So, dann die nächsten beiden Seiten. Da, ja, das sind halt so diese Tabletop-Armee. Nee, nicht Tabletop-Armee. Ja doch, also das ist eine Tabletop-Armee, die dann hier steht.
eben halt, also ist halt ein Foto, ne? Von so einer klassischen Chaos-Krieger-Tabletop-Armee. So, und dann geht es dann weiter mit den Tiermenschen. Da sind wir hier auf Seite 89. Tiermenschen, Großherden, die Bestien des Waldes. Auf Seite 89 und 90, da ist dann auch erstmal so die grundlegende und die allgemeine Tiermenschen-Lore beschrieben. Und es geht dann eben halt weiter mit der Armeeliste der Tiermenschen, Großherden. Auf Seite 91 und 92. Und da kommen wir zu den ersten Kommandanten. Das ist der klassische Großhäuptling. Und die Heldenversion, das ist eben halt der normale Häuptling. Bei den Schamanen, da hat sich nichts geändert. Da haben wir als Kommandanten den Großschaman und den Schamanen. Und dann gibt es noch zwei weitere. Und zwar haben wir hier noch einen Todesbullen als Kommandanten und einen Sturmbullen als Helden. Ja, also ganz normal, ganz klassisch. Und für die Centigurs gibt es übrigens auch noch einen. Und zwar den Kriegshof. Ja, der Kriegshof. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das hier ein Kommandant ist oder ein Held. Na, vielleicht kann man den auch für beide verwenden. Ja, also als Anführer und als Held. Auf jeden Fall haben die Centigurs hier auch ein einzelnes leichte Kavallerie-Charaktermodell. So. Dann den Bessigur. Ach nee, dann geht's weiter jetzt mit der Armee und zwar mit den Bessigurs. Ja, hier auch ganz klassisch können hier auch wieder die verschiedenen Optionen gewählt werden, welche Waffen sie haben sollen, ob sie Musiker haben wollen, Standartenträger oder ein Champion. Ein Champion wäre hier namensbetrachtet ein Großhorn. Dann geht es weiter mit den Gorherden. Dann kommen die Ungorherden. Darunter finden sich die Harpien. Da ist jetzt hier ein bisschen eng gestaltet. Ja, das ist hier ebenso, wie ich das eben erwähnt habe. Es gibt nicht so jede Einheit hier so ein klassisches Bild-Artwork. Ja, für einige fehlt das leider. Dadurch jetzt hier zum Beispiel, dass das hier so eng ist. Und dann kommen die Minotauren. Da der Champion, der heißt übrigens Blutbulle. Ja, also falls das Regiment ein Champion dabei haben will, dann heißt der Blutbulle. So, dann kommen die Centigurs. Und dann geht es weiter, was die Tiermenschen ja neu dazu bekommen haben, die Drachenoger. Ja, das sind jetzt hier noch die normalen klassischen Drachenoger. Das ist jetzt hier noch nicht der Shaggot. Der kommt später. Und dann eben halt, ja, kommen halt die Chaoshunde und die Gnagor-Herden. Das sind so das. Das ist halt so das, was man braucht, um die Feinde halt zu verfolgen. Und weiter geht's dann eben mit den Tuskor-Streitwagen. Ach nee, und darunter auch noch die Gnagor-Streitwagen. Es gibt ja verschiedene Streitwagen. Ja, wir wissen ja, Tiermenschen können nicht bauen, ne? Ja. So. Danach wird es dann etwas größer. Und zwar geht's dann weiter mit dem Drachenoger Shaggot. Und daneben dann eine Seite weiter findet sich auch schon der Grindalak. Ja. Mit der Aura des Wahnsinns und mit dem giftigen Blut. Dann, da weiß ich gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Das ist ein Cockatrice. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind die mit dem Steinblick. Die so ähnlich aussehen wie, ja, die sehen ein bisschen vogelähnlich aus. Ich glaube aber nicht, dass sie fliegen können. Die können Säure speien und haben einen versteinerten Blick.
Haben die Sonderregeln Entsetzen? Ah, Fliegen. Okay, könnt auch fliegen. Geschlossene Ränge. Großes Ziel. Schnelle Bewegung. Stampfattacken und Steinstarren. Bei Steinstarren steht hier, wohin der Blick dieser Kreatur fällt, verwandeln sich ihre Feinde schmerzhaft zu Stein. Das ist ein sehr gefährliches Ding. Eine Seite weiter ist dann der Zygor, ja, das ist so diese mobile Artillerie. Und dann kommt auch wieder der Chaosriese, der hier wieder zwei Seiten verbraucht. Wegen der verschiedenen Riesenattacken. Ja, da ist dann hier wieder diese Riesenattackentabelle, wie ich eben schon erwähnt habe, mit Keule schwingen und greifen, Kopfnuss. Und dann geht es auch weiter mit dem Gorgor. Ja, das ist ja dieses, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Klingenarme der hatte. Waren das 6 oder 8? Ja, dieses Viech halt mit diesen mehreren Klingenarmen. Ja, und dann kommen hier auch schon die Chaos-Mutationen, magische Gegenstände, der Tiermenschen Großherden, ja, ganz klassisch aufgelistet, was wie viel Punkte kostet, was es alles so gibt. Und hier die Sonderregeln der Tiermenschen, die befinden sich hier auf Seite 115, das sind die Blutgores, gezauberte Waffen, Blutgier, betrunken, ja, gerade für die Centigors. Da gibt es übrigens verschiedene bei Betrunken. Das ist so eine kleine Tabelle. Es gibt einmal schwankend, dann geradezu nüchtern und besoffen und streitsüchtig. Und auf Seite 116, ja, da geht es dann immer weiter mit den Sonderregeln. Ja, wie zum Beispiel Urwut, Mal des ungeteilten Chaos, Blick der Götter, Belebender Sturm, scharfe Hauer und so weiter und so weiter. Ja, und dann ist hier noch auf der Seite, ne, wo bin ich jetzt hier? Seite 117, die Lehre der Bestien. Ja, das ist ja ihre eigene Magielehre. Mit Gezieferschwall, Mantel des Gurok und so weiter. Dann kommt wieder so ein langes Foto auf zwei Seiten hier. Da ist ja wieder so eine Menschenarmee präsentiert, die auch wirklich sehr geil aussieht. Haben die gut hinbekommen hier mit so einem kleinen Häuslein am Rand. Na, was sieht man hier? So einen klassischen Gorgor, Grindelack, alles Mögliche eben. So, dann geht's weiter mit den Gruffkönigen. Das ist jetzt hier die letzte Fraktion. Und dann auf Seite 123 und 124 wird nochmal so wieder allgemeine Lore beschrieben. Ja, wie gesagt, für alte Hasen ist da jetzt nichts Neues dabei. Und Armeeliste der Gruffkönige von Khemri. Hier stehen dann immer, also das ist so bei jeder Armee vorhanden. Habe ich bisher nicht so richtig erwähnt, weil ich da irgendwie einfach automatisch eine Seite mal weitermache. Das ist eben halt so die Armee-Zusammenstellliste. Ja. Da gibt es eben halt Charaktermodelle, Kerneinheiten, Eliteeinheiten, seltene Einheiten und Söldner und Verbündete. Und man kann nicht einfach von, sagen wir jetzt mal Elite, kann man 100% dabei haben. Das geht nicht. Ja, ihr könnt nicht einfach nur Elite mitnehmen. Sondern da steht auch wirklich, wie viele Punkte ihr dafür ausgeben dürft. Hier steht zum Beispiel bei Charaktermodelle, bis zu 50% des Punktwerts deiner Armee können ausgegeben werden. Für eben halt Charaktermodelle. Dann 25% für Kern, 50% für Elite, 25% für Seltene. Für Söldner 20% und für Verbündete 25%. Ja, also so von den gesamten Punktwerten her könnt ihr nicht jetzt einfach eure gesamten Punkte jetzt für Söldner oder für Elite zum Beispiel mitnehmen. Das muss alles wirklich auch
mit den Prozenten, also mit den Prozentanteilen passen. Ja, damit es eben halt, ja, wie soll ich sagen, damit eben halt das Balancing stimmt, ja. Und dann auch gerade das ist im Tabletop wichtig. So, jetzt geht's weiter mit der Armee der Gruffkönige, aber erstmal brauche ich jetzt einen Schluck. Und da beginnen wir mit den Monarchen von Nihikara. Und da haben wir als Kommandanten den klassischen Gruffkönig und als Held den Gruffprinz. Ja, der Gruffkönig, der kann hier seinen neuen Knochendrachen dabei haben. Dann haben wir königliche Herolde. Das sind, glaube ich, nur Helden, aber ich glaube, die kann man auch als günstigen Kommandanten dabei nehmen. Also ist halt jetzt so ein Herold. Und der ist zuständig für das Banner des Königs. Also der bufft die Einheiten um ihn herum. Dann als nächstes haben wir den Priester des Todes. Ja, das ist halt ganz klassisch der Kommandant Hohepriester. Und der Priester des Totenkultes ist der, die Heldenversion. Einige nennen sie auch Hierophant. Und dann als nächstes haben wir Necrotect. Das ist hier der der Supporter Beschwörungsheld bei Khemri. Ja, der ist ja zuständig für die ganzen Kolosse. Und ja, bei Reittieren sind dazu die ganzen klassischen, bis auf den Necrolis Knochendrache. Der ist jetzt hier hinzugekommen bei Warhammer Fantasy und der steht zur Verfügung für Hohepriester oder Priester des Totenkults und für die Gruffkönige. Ach nee, bei hier steht unten in Klammern nur für Hohepriester. Also die Heldenversion von den Priestern, die können kein Knochendrachen dabei haben. Und die oben beim Gruffkönig, da steht das auch in Klammern. Nur der Gruffkönig kann den Necrolis Knochendrachen haben. Also nicht die Heldenvariante, nicht der Gruffprinz. Der kann kein Knochendrachen dabei haben. Na, das können wirklich nur die Kommandanten, keine Helden. Ja, dann gibt es eben halt noch die anderen klassischen Reittiere wie Skelettpferd, Skelettstreitwagen. Chemische Kriegsfinks, übrigens nur für den Gruffkönig. Ja, und das war's von Reittieren. Jetzt kommen wir zur Armee. Da haben wir erstmal die ganz klassischen Gruffwächter. Ja, das ist ja so die elitäre Infanterie. Auch die können ja ganz klassisch ausgerüstet werden in verschiedenen Waffenvarianten, wie zum Beispiel in der Hellbarde. Und die können hier als Champion dabei haben einen Gruffwächter. Dann können sie noch einen Standartenträger und natürlich klassisch auch einen Musiker dabei haben. Dann geht es weiter mit den Skelettkriegern. Das ist ja so die Standardinfanterie. Und Skelettbogenschützen. Und dann gibt es hier noch Skelettplänkler. Die haben Handwaffen. Und hier steht Option, die gesamte Einheit kann eine der folgenden Optionen enthalten. Kriegsbogen und Schilde. Und die haben hier die Sonderregel Pfeile der Asaf, Plänkler, Regeneration, plus 6 in Klammern, Streitwagengarde, Untote von Nihikara, Vorhut. Danach kommen die Ushabdis. Und dann kommen die Gruftschwärme. Ja, die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr meine News verfolgt habt.
Das sind so diese blauen, diese bläulichen Gruftschwärme. Ja. Da steht übrigens als Sonderregel Giftattacken, Plänkler, Regeneration plus 6, Staubtrocken und Untote von Nehikara. Und Ausrüstung, giftige Bisse und Stiche zählen als Handwaffe. Und dann kommen wir danach zu den Todesgeiern. Eine der wenigen Flugeinheiten von Nehikara. Und dann haben wir hier die klassischen Skelettreiter. Dann darauf folgen die Skelettbogenschützen und die Nekropolenritter. Jetzt sind hier diese schlangenähnlichen Reittiere für die Nekropolenritter. Und dann geht es weiter mit den Grabjägern. Ja, das sind ja auch diese, die so ähnlich aussehen wie die Nekropolenritter, nur eben ein bisschen kleiner und die können halt schießen. Ne? Zählen hier auch als monströse Kavallerie. Und darauf folgend kommen eben halt die klassischen Streitwagen. So, dann Nikolas Knochendrachen. Den gibt es hier auch so als Einheit. Was mich gerade etwas wundert. Aber okay, ist tatsächlich so. Und dann kommt die chemische Kriegswings. Es bleibt weiter monströs. Es geht weiter mit Gruftskorpionen und Nikolas Koloss. Das ist diese eine Riese. Und hier steht als Sonderregeln bei ihm Baumfeld, Entsetzen, geschlossene Ränge, großes Ziel, Regeneration, Stampfattacken, unaufhaltsamer Angriff, Untote von Nehikara und unverwüstlich. Also Nekrolis Koloss, das ist... Und wie heißt die noch in Total Warhammer 3? Hierotitan, genau. Hierotitan. Danach kommt die Nekrosphinx. Und dann sind wir ja auch schon bei einem Schädelkatapult angelangt. Ich glaube, das ist jetzt hier die letzte Einheit. Ach nee. Danach kommt noch die Lade der verdammten Seelen. Die braucht hier zwei Seiten. Und ja, das war's dann auch mit der Armee. Danach geht's dann weiter eben halt mit den magischen Gegenständen der Gruftkönige von Khemri. Ne, hier wieder eine klassische Auflistung und was davon wie viele Punkte kostet. Und hier auf Seite 153 und 154 eben halt die klassischen Sonderregeln. Fluch der Nekropole. Die karassische Kriegswings, Staubtrocken, Weile der Asaf. Ja, sind halt so diese ganzen klassischen Sonderregelbeschreibungen. Und danach geht es dann weiter mit der Lehre von Nehikara. Hier ist dann eben halt so die klassische Magielehre von Nehikara. Ja, aber ich muss dazu sagen, zu jeder Magielehre steht hier nicht immer jeder Zauberspruch drin. Soll man sich dann wieder extra kaufen, ja. Gut. Ja, damit wären wir dann auch am Ende dieses Büchleins. Zum Schluss kommt hier wieder die Karte von der alten Welt. Ja, also Games Workshop zielt hier immer wieder. Also zeigen sie auch immer wieder hier diese Karte. Ja, diese Karte der alten Welt. Da machen sie sehr viel mit diesen Karten in Warhammer Fantasy jetzt. Weil sie eben halt wissen, dass sich Total War Warhammer sehr gut verkauft hat. Ne? Dann zeigen sie auch da so diese Fraktionssymbole drin und so. Also da versuchen sie schon so... beim Kunden anzudocken, sag ich mal, ja. Gut, nichtsdestotrotz, gerade für Neueinsteiger perfekt. Und ja, meine Gesamtwertung ist jetzt von dem Büchlein gut. Wie gesagt, bei einigen Truppen, da fehlen halt so ein paar Artwork-Bilder, ja, wo man sieht, wie die halt aussehen. Das sieht man nicht bei jedem.
Das finde ich ein bisschen schade. Und der Preis ist etwas hoch. Ja, ich habe dafür 49 Euro bezahlt. Finde ich ein bisschen zu hoch. Ja. Also 30 oder 25 hätten es auch getan. Meiner Meinung nach. Aber ist halt Games Workshop. Games Workshop ist halt teuer, ne? Ist halt so, wie es ist. Gut, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich für euch, bei euch fürs Zuschauen. Und hinterlasst doch gerne ein Like und ein Abo, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.